herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Priester. Ich habe mal wieder rausgepackt und ihr seht, Stick ist eigentlich wirklich schlecht, so was das angeht. Es spielt auf reine Kombination bzw. die Möglichkeit, dass wir halt eben unsere Karten noch ein bisschen hochbuffen können. Dann natürlich die Lichtbrot-Kombination. Es ist wirklich schlecht und wenn ihr mir einen Vorschlag habt, was wir daran verbessern können, schreibt dies bitte in die Kommentare. Nichtsdestotrotz probieren wir jetzt mal eine Runde hier zum Spielen und bekommen Anduin. Die gute Ashley. Das Licht wird den Sieg bringen. Möge das Licht euch verbrennen. Ja, passt schon. Priester gegen Priester, eklig, wirklich eklig. So, aber schauen wir mal. Wir haben eh nicht viele Diener, damit hätten wir sie eigentlich fast rausnehmen können. Aber schauen wir mal, was sie spielt. Okay. Benötigt ihr einen Segen? Wir kommen mit der Priesterin raus. Er wird wahrscheinlich eh einen Schattenwort schmatzen. Ist jemand verletzt? Ah, eine Nordheini. Okay, dann auf keinen Fall angreifen. Und wir werden unseren ein bisschen stärker machen müssen. Damit hier nicht irgendwas Blödes passieren kann. Und dann gehen wir einfach schon mal direkt drauf. Ist natürlich hier sehr anfällig, wenn jetzt ein Schattenwort Schmerz kommt. Sie weg und sie haut zu sich auch hoch. Ah, und hat auch gleich ein inneres Feuer. Aber das ist natürlich schön. Da hat er sie natürlich direkt im Angriff ausgesetzt und gleich weg. Mich gar nicht lange überlegen. Sie spielt hoch in Runde 4 und will das gleiche mit der Lichtbrot machen. Wir haben Glück und der kommt auch weg. Das war's. So, ganz einfaches Spiel. Ja gut, aber jetzt haben wir beide Schattenwort Schmerz haben wir jetzt verspielt. Jetzt brauchen wir unsere Kopierer. Die nächste. Runde 5. Wir spielen nichts. Jetzt kommt unser Held der Arena. Ich brauche ein anderes Priesterdeck. Es geht einfach nicht mehr. So, ist schön. Was spielt sie noch? Okay, das ist natürlich praktisch. Die Tore sind geöffnet. Wenn wir jetzt auch noch ein ganz kleines bisschen Glück haben und sie nichts macht, können wir in der nächsten Runde 24 Schaden auf sie raushauen. Was tödlich wäre. Okay, sie spielt einen Manipulator. Mit dem können wir jetzt noch überhaupt noch nichts anfangen. Ich würde sagen, ihn weghauen und hiermit heilen. Ich glaube, das ist eine ganz vernünftige. Aber damit hauen wir. Und dann müssen wir erst ein bisschen heilen. Zack, einmal. Und wir haben ihn auf 2. Ach, ich hätte ihn noch um 4 heilen können. Schade. Aber dann wäre natürlich hier arg gefährlich gewesen. Okay, macht ein Schweigen. Und verursacht 2 Schaden. Gut. Damit können wir absolut leben.
denn er scheint irgendwie aus irgendeinem Grund kein Schattenwort Schmerz zu haben. Na gut, dann machen wir jetzt Verdoppelungsspiel rein. Und der gibt auf. Okay. Oder sie gibt auf. Ja, also ihr seht, es ist ein Kombinationsdeck, das heißt, man muss halt wirklich die Glück haben. Und ja, meistens fällt einem halt eben dieses Glück. Schreibt mir einfach eure Gedanken zu diesem Deck auf. Darf auch ruhig negativ sein. Und ja, ansonsten würde ich mich über alles freuen. Ihr kennt ja die typischen Spielereien und wir sehen uns in der nächsten Runde. Ciao, ciao!